Das Limmental kommt eine Stadtbahn über. Mit 64,5 zu 35,5% hat das Zürcher Stimmvolk am Staatsbeitrag für den Bau der Limmentalbahn zugestimmt. Ich bin sehr erfreut, weil der Entscheid der Stimmbevölkerung vom Kanton Zürich heute reiht sich ja nahtlos ein in viele Entscheide vorher. Tram Hartbrück, Glattalbahn, Durchmesserlinie. Und in dem Sinn ist es auch ein Ja zu dieser Verkehrspolitik, zum öffentlichen Verkehr, den man in den letzten Jahren ja in diesem Kanton betrieben hat. Anders sieht das der Präsident des Nein-Komitees. Christian Meyer ist gegen die Limmatalbahn und dementsprechend enttäuscht über den Ausgang des heutigen Abstimmungssonntag. Es ist ein schwarzer Tag für das Limmental. Der Kanton hat über die Köpfe der Betroffenen hinweg den Bau einer Bahn beschlossen, die bei uns unerwünscht ist. Geplant ist die Bahn vor allem für die qualitative Weiterentwicklung des Limmatal. Die Stadtbahn soll die bestehenden Verkehrsprobleme lösen und die nötige Kapazität im öffentlichen Verkehr gewährleisten. Man bietet hier ein Gesamtverkehrskonzept, eine Gesamtverkehrslösung für eine Region, die boomen tut. Nach der Stadt Zürich, nach dem Glattal, ist das Limmental die Region, die in Zukunft noch deutlich wird wachsen. Wenn man abwägt, was sie für einen Nutzen bringt, der ist ganz minimal gegenüber der heutigen verkehrlichen Erschliessung und den Kosten auf der einen Seite und eben aber der Verdichtung, der Urbanisierung, ist ein krasses Missverhältnis. Mit der Zustimmung des Zürcher Stimmvolks wird die Limmatalbahn ab im Dezember 2022 ihre ersten Passagiere von Zürich bis auf Kielwangen fahren. Die Stadtbahn kostet rund 755 Millionen Franken.